Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers auf Pagonia. Und ihr hört es schon, wir werden hier ständig attackiert. Jetzt von irgendwelchen Banditen, die hier rum existieren. Und hier wie meinen Leuten das Leben schwer machen. Das ist dieser Wachturm. Ach, ausgerechnet hier sind sie jetzt dabei. Okay. Und schlängeln sich hier durchs Dörfchen. Die müssen ja von irgendwo herkommen. Hätte ich das schon herausgefunden, aus welcher Ecke die kommen. Ich meine mich doch dunkel entsinnen zu können. Oh, holy moly. Das viele Diebe, Banditen waren hier auch irgendwo. Aber wo? Ach ja, hier war ein Lager, das hatte ich entdeckt. Das andere ist noch nicht auf meiner noch nicht in meinem Sichtfeld, wenn man so will. Okay. Ich wollte was ausprobieren. Hatte ich angekündigt. Ich würde mal hier den Angriffspunkt für die Soldaten entsprechend festlegen wollen. Probier das mal aus, ob das was bringt. Wäre jedenfalls schön. So, Moment. Man sagt, ob die sich auf die Banditen auf die Diebe stürzen. Weiß ich nicht, aber das sieht gut aus. Ah, sehr cool. Es wäre hilfreich, wenigstens die Leute schon mal loszuwerden. Na, endlich mal ein Erfolg. So, hier ist irgendwo das nächste Lager. Liebe Leute, nicht ausruhen. Hier bitte schön angreifen. Und da bitte schön angreifen. So. Die sich jetzt hier durchsetzen werden. Ich weiß es nicht. Wir werden es erleben. Oh Mensch, selbst zwei Einheiten von den Soldaten kriegen das ja nicht gewuppt. Das war schon etwas sehr heftig. Nicht gut. Gar nicht gut. Das war's. Ich habe wirklich gedacht, dass sie sich jetzt hier komplett durchsetzen können, aber nein. Damit habe ich leider falsch gelegen. Ja, toll. Jetzt habe ich nichts. Das ist nicht so toll. Dringend wieder Waffen. Und ich brauche Leute ohne Ende. Hey, es ist Maria und Josef. Dass mal alles so gut geht. Ja, tolle Wurst. Da hat man jetzt einen Satz mit X. Holzspeere, genau, das war das nächste große Ding.
Sägewerk sägt vor sich hin. Ich habe ein paar Holzsperre in Auftrag gegeben. Machst du mal ein paar mehr. Ja, mit der Abenteuergilde kann ich im Augenblick nicht glänzen, weil mir fehlt leichte Rüstung und dafür fehlt mir leider Leder. Da komme ich nicht weiter. Dann würde ich auch sagen, da gebe ich erstmal auf Null. Du gehst erstmal hin und machst hier diese Holzschilder so weit wie möglich. Vielleicht auch noch. Na gut, mit den Zahnrädern warte ich erstmal. So, dann sollen die beiden erstmal Holzschilder. Ja, gehe ich mal auf Null und der macht dafür jetzt erstmal die Holzsperre. Wir kriegen hier natürlich jetzt Ärger mit irgendwelchen Banditen. Das war abzusehen. Bereit und bereit, keine Soldaten. Moment, ich gehe hier mal auf 0 und dafür gehe ich mal auf 10. Toll. Ich brauche Leute. Leute. Das wäre eine potenzielle Stelle für die Jagd. Moment mal eben. Geht das? Müsste eigentlich gehen, wenn ich jetzt hier eine Jagd mit wen setze. Ich setze die mal hier so hin. Hallo? Bitte ja, ganz einfach. Ich setze die mal hier so hin. Ja, nein. Okay. Okay. So, Jagdhütte. Fokuspunkt, du bist da. Und setze hier so den Fokuspunkt vielleicht hin. Das geht. Sehr cool. Das wird natürlich jetzt nicht einfach. Ne? Dadurch, dass wir hier Diebe haben, Banditen haben und so weiter, die werden uns das Leben schwer machen. Aber ich brauche den Leder, sonst komme ich überhaupt nicht mehr voran. Das wurde gestohlen. Das läuft ja alles nicht so toll. Wie sieht es denn hiermit aus? Das Ding scheint im Betrieb zu sein. Scheint aber auch. Wow, ich sehe hier niemanden rum existieren. Mangels Holzsperre. Mangels Anweisung, dass hier Leute sich irgendwie verdingen sollen. Also hier muss man wirklich die Augen überall haben, sonst hat man überhaupt keine Chance. Immerhin ein Diebeslager sind wir losgeworden. Was bedeutet, dass ich hier in der Regel mich so langsam in Richtung Eisenproduktion vorarbeiten könnte, wenn ich denn genügend Wachen hätte, die sich hier um solche Sachen kümmern könnten. Also das Gebiet für uns hier entsprechend in Beschlag nehmen.
Brennsteine werden geliefert. Immerhin etwas. Aber die Produktion, die hinkt hinterher. Will ich mir gerade sagen, dass. Ach, hier, ich muss gerade sagen, Holzsperre werden hier gemacht. Wie lange brauchen die für so einen Holzsperr? Die kann im Augenblick nichts machen. Und die ist mit den Schildern beschäftigt. Schildern. Der hat noch 16 Fackeln, so in Ordnung. Das Ganze hier ist eine sehr, sehr langwierige Geschichte. Da können wir uns schon mal drauf einstellen. Also ich denke schon, oder ich hoffe zumindest, dass wir das hier irgendwann wieder in den Griff kriegen werden. Das wird sich aber hinziehen. Das wird sich hinziehen. Ich erhöhe da mal die Priorität. Wir brauchen dringend Leder. Ich überlege gerade, ob ich auch die Priorität hochsetzen soll. Solange die Angriffe außerhalb unserer Grenzen stattfinden, ist das zwar ärgerlich, aber also ne, dass sie nach wie vor da angreifen ist ärgerlich, aber ich kann damit einigermaßen leben. So, hier kommt so langsam Kalkstein in unsere greifbare Nähe. Hier haben wir noch Kupfer. So, wie sieht es mit dem aus? Sehr gut. Was habe ich hier? Auch Kupfer, Kohle. Tjo. Eisenerz ist ganz wichtig. Achso, wo habe ich da den Fokuspunkt hingesetzt? Habe ich den überhaupt gesetzt? Sieht nicht so aus. Fokuspunkt, ja, den kann ich hier so hinsetzen erstmal. Jagdhütte, Personal ist auf dem Weg. Das hört sich gut an. Da ist immer noch nichts. So. Spiele. Der ist beschäftigt. Kupfer wird nach wie vor geliefert, das ist cool. Habe ich überhaupt Kohle oder irgendwie sowas auf Vorrat? Ich habe Kupfer, ich habe etwas Kohle, ich habe kein Eisen mehr. Das heißt, wir müssen, bevor ich irgendwas anderes mache, müssen wir zusehen, dass wir an das Eisenerz rankommen. Frage, was habe ich an Werkzeug? 15 Spitzhacken, das reicht zumindest für eine. Ich muss vorsichtig sein, ich muss jetzt hier ganz genau gucken, was baue ich als erstes, wo baue ich was hin. Und hier wird auf jeden Fall Eisenerz abgebaut werden, sobald ich da die Möglichkeit habe, dahin zu kommen.
vielleicht sollte ich den Fokuspunkt mehr so in diese Richtung erstmal platzieren. Und ich mache hier das doch. Ich gehe mal hier mit der Priorität drauf, dass da möglichst schnell entsprechend keine Soldaten, sondern ihr wisst schon, Wachpersonal hier anrückt. Ja, okay, das ist da. Hier erholt sich so langsam der Bestand an Soldaten, aber so ganz langsam. Aber gut, dass ich wenigstens ein paar schon mal hier habe. Moment. Habe ich hier irgendwo einen Angriff? Den setze ich mal vor, das habe ich hier hin. Die sollen schön hier bleiben. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Das ist nicht so gut. So. Okay, also Soldaten, jetzt mal da schon mal wieder so ein paar rum existieren. Immerhin. Hier wächst so langsam aber sicher die Grenze. Den Fokuspunkt hingesetzt. Und ja, wenn, wo, warum? Stein? Hase? Noch mehr Stein? Kommt vor. Also Kupfer gibt es hier jede Menge. Kohle so ein bisschen. Den Fokus gut mal hier so hin. Okay. Was ist los? Ein gegnerisches Lager wurde entdeckt. Leute werden angegriffen. Was ist hier los? Keine Tiere zu jagen. Wie? Da waren doch, hier ist doch Hase beispielsweise. Verstehe ich nicht. Kommen die jetzt doch nicht dahin oder wie oder was? Ich kann dann den Fokuspunkt konnte ich da hinsetzen. Aber jetzt erzählen sie mir hier irgendwie, hier gibt es keine Tiere. Wobei, ne, also hier die Reichweite so bringt es eigentlich. So. Wo will der hin? Und wenn, wohin, warum? Ein auffälliger Turm. Jagdhütte, Jäger jagen Wildtiere im eigenen Gebiet. Alles klar. Die sind also noch nicht, dadurch, dass hier noch nichts so existiert. Wenn hier beispielsweise ein Hase rum existieren würde, dann müssten sie den eigentlich jagen. Aber es ist, wie es ist. Dann müssen wir halt warten, bis hier die Gebiete entsprechend eingenommen sind. Geht nicht nur mal so. So, weitere Wachen sind auf dem Weg. Hier bin ich bei 10 von 10 und da ist noch nichts. Wie sieht es hier aus? Soldatentechnisch sehr mau. 4 von 10 und gut, immerhin. Und hier habe ich meine Wachen, immerhin 7 von 10. Und hier sind es 10 von 10. Naja. Cool. Es fehlt wahrscheinlich am Stein. Stein? Stein mit Zurüsse. Okay, da tut sein Möglichstes. Kupfer, Steinbruch.
Wie viele Steinbrüche habe ich? 2. Ja, ich meine, gut, ne, ich habe auch nicht jetzt so wahnsinnig viel Stein. Es ist alles nicht so optimal. Eisenerz, ich komme an Eisenerz ran. Das ist cool. Endlich. Eisenerz, Bergbau. Kupfer, nein, Kohle noch nicht. Eisentagebau. Ach, ich werde verrückt. Kann ich da irgendeinen Weg hin? Ich versuch's mal. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. So, hier wird eifrig gewerkelt. Immerhin schon 9 von 10 vorhanden. Ich kann die Priorität hier rausnehmen. Eisenabbau. Natürlich hier so, ne? Ganz klar. Eisen, Eisen, Eisen. Ja. Das heißt, als nächstes brauche ich Bergbau. Schmelzhütte. Kriege ich die gebaut? Die würde ich hier hinkriegen. Die würde ich aber auch durchaus hier hinkriegen. Frage, was ist sinnvoll? Ich setze die mal hier so hin. Was braucht die? Ich hoffe, nichts Schlimmes. Werkstein und Holzbalken, das sollte zu schaffen sein. Dann hätten wir schon mal eine Schmiede. Ich brauche noch Kohle. Die habe ich noch. Ja, bitte, was ist jetzt los? Achso, Priorität habe ich da drin. Alles klar. Was ist jetzt? Was will er? Achso, der ist immer noch am Meckern von wegen Tieren und so. Diebe greifen mich an, Diebe stehlen irgendwas, Banditen greifen mich an, alles greift mich an. So. Die wechseln hier ihr Fähnchen. Jetzt jagt er wieder. Vielleicht wird er mir wieder sagen, irgendwie so, ich habe dieses nicht, ich habe jenes nicht. Nun gut, nun gut, nun gut. Aber es wird. Eisen. Ich brauche auch Kohle und ich habe dafür ja noch genügend. Kohle, 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 Kohle ist da. Noch genügend, Material hier, ne, wegen, also Werkzeug für einen entsprechenden Bergbau, dann würde ich sagen Kohletagebau. Oha. Oha. So, hier kriege ich den nicht hin. Da war was. Für eine Sekunde. Frage, kriege ich da einen Weg hin? Wahrscheinlich nicht. Das sieht sehr schlecht aus. Also Weg kann ich vergessen, das geht nicht. Könnte den hier hinsetzen. Moment, kriege ich dann da irgendwie einen Weg hin? Das könnte gehen. Ich würde den aber eher dann hier hinsetzen wollen, bevor ich da irgendwie zu viel von den Büschen da niedermache. Dann ist da das Abbaugebiet, das geht. Cool, wir haben Kohle, also demnächst. Wir haben Eisen demnächst. Es wird hier eifrig Eisen geschmolzen werden. Ja, oder später. Wir brauchen Waffen, wir brauchen Rüstungen. Rüstungsschmiede, Waffenschmiede. Rüstungsschmiede, Waffenschmiede. Ich
jetzt hier mal die Waffenschmiede hin. Eine weitere, ich habe hier eine, habe ich ja schon, aber trotzdem, wir machen erstmal hier eine für Eisenschwerter. Und Eisenlanzen, ja. Beta, glaube ich. Dann brauche ich eine Rüstungsschmiede. Und sehr schön. Rüstungsschmiede. Die auch hier hin. Das ist auch ein Vorteil. Die kriege ich direkt vis-à-vis. Bam. Rüstungsschmiede. Die mussten wir leider beides machen. Werkzeugschmiede, die hatten immer unbedingt nichts zu tun, aber ich will das Eisen erstmal für andere Sachen, ne? Sprich für Waffen und so verwenden. Ja. Und ich bin schon wieder weit über diese Zeit hinaus. Da gibt es schon wieder Ärger mit irgendwelchen Banditen, die meinen, mir hier das Leben schwer machen zu müssen. Verstehen leider Gottes auch zum Teil gelingt. Boah, der hat schon zwei niedergemacht. Das gibt's doch nicht. Der metzelt meine Leute hier nieder, als wäre das nichts. Na, endlich. Noch so einer. Unfassbar. Da sehen meine Soldaten alt aus. Ja, es wird dringend erforderlich, dass ich hier jetzt so langsam aber sicher bessere Soldaten an den Start kriege, sonst sieht das hier ganz dunkel aus. Da kommen die nächsten. Der Jäger nimmt Reis aus, verständlicherweise. Die kommen irgendwie aus dem Gebiet hier. Da ist ein Banditenlager, das wird wahrscheinlich nicht das einzigste sein. Ja, es bleibt nach wie vor schwierig und herausfordernd. Das hilft nichts. Wir müssen zusehen, dass wir hier mit unseren Gebäuden vorankommen, die wir noch zu bauen haben. Dass wir hier so langsam aber sicher mit Eisen an das Ganze rangehen können. Bezüglich der Waffen, bezüglich der Rüstung, bezüglich der Schilde, alles. Werden wir machen. Ab der nächsten Folge geht es dann weiter. Ich hoffe, wir schaffen es hier doch noch, das Steuer entsprechend rumzureißen und den Leuten hier Einhalt zu gebieten. Gucken wir mal. Bis dahin, vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, genießt die Zeit.